Willkommen zurück zu Mario 64 und die Fellparade geht weiter. Wobei, das letzte Mal haben wir ja immerhin 2 Sterne geholt. Und wenn ich pro Part 2 Sterne mir einheimse, dann haben wir noch 40 Parts. Wunderschönen Spaß hier. Naja gut, aber vielleicht wird es noch schlimmer. Mal schauen. Die 8 roten Münzen erwarten uns. Die habe ich ja schon mal gesehen. Und ich hatte auch schon mal 7 Stück. Tja, bei der letzte ging es dann nicht mehr gut, aber ich habe jetzt gerade gar keinen Bock auf die roten Münzen. Ich habe eher Bock, mal noch einmal auf die Bergespitze zu klettern, denn da habe ich schon mal das Wasser abgelassen. Doch damit nicht genug, da muss ich noch was machen. Und das werden wir jetzt tun. Und ich weiß nicht, ich wollte auch mal da, wo die Kugeln rauskommen, und ich mal versuchen reinzugehen und wer weiß, vielleicht kommen wir dann an einer anderen Stelle zu den 8 roten Münzen, aber gut, 2 Sterne auf einmal kann ich mir eh nicht schnappen. Ja, der Wind. Wie er uns schon so oft gedisst hat in diesem Spiel. So, das ist meine... Ja, erstmal checken, was meine richtige Taste war. Nicht, dass ich es wieder verwechsle. So. Und jetzt... ja, diesmal hat er uns wieder aufgefangen. Wunderbar. Aber es hat ja überhaupt nichts zu heißen. Das nächste Mal lässt er uns wieder plumpsen. Einfach so. Lässt er uns im Stich. Aber hey, wir haben das Rennen geschafft, das letzte Mal. Das furchtbare, grausame Rennen. Was ja eigentlich am meisten Nerven gekostet hat. So. Oh, war das wunderschön, oder? Es ist alles gerade so wunderschön. Ich meine, die Kugel hat mich getroffen. Vielleicht habe ich ja wieder meine 2-Minuten-Skill. Das wäre ganz gut. Dann kann ich nämlich jetzt mal testen, ob in dieser Dingsbums was ist. Jetzt warte ich noch, bis eine Kugel rauskommt, oder kommt da keine, wenn ich nah dran stehe. Haben Sie Angst? Habt Angst? Oh, lass mich mal da rein. Geht nicht, okay. Dachte ich mir schon. Okay, voll die dunkle Wand. Na gut. Dann verfolge ich meine nächste Theorie. Hier ging es ja zu den 8 roten Münzen. Moment mal. Die kommen jetzt dann. Ich glaube, ich muss switchen. Sonst komme ich da nur blöd hin. Ja, klar, ich muss switchen, um erstmal die Stampfattacke zu machen. Und dann wollte ich nochmal da hoch. So, probieren wir das mal. Komm schon. Ah ja, dann geht es hier auch weiter, denke ich. So, aber jetzt die kleinen Minigummas. Die hassen uns ja sowieso wie die Pest, so wie ich sie. Ja, genau deswegen. Mario. Ja, 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 das habe ich schon. So, nochmal. Langsam, langsam, habe ich gesagt. So, jetzt machen wir das ganz chillig hier. Ich hasse diese Miniaturwelt. Bin ich wieder Elefant im Porzellanladen, nur dass ich aus Porzellan bin. Ständig mir die Rippen breche. So. Jetzt machen wir das Wasser weg. Jetzt wage ich mich einfach mal mit einem gesalzenen Sprung. Ja, das war fast perfekt. Und dann gehen wir nochmal da hoch. Bin ich gespannt, was da oben ist. Wenn das mal kein Stern für mich ist. Ui. Oh, ja. Ist überhaupt. Naja, gut, dann müsste ich umkommen. Komm, mach mal diesen Rückwärtssalto. Genau den. Was macht denn der hier? Oh, nee, Leute. Auf den habe ich null Bock. Der schmeißt mich doch dann eh wieder ins Nirvana. Oh, kann ich nicht irgendwie töten? So, warte mal. Ah ja, gut. Wenigstens habe ich hier jetzt ein breites Brett. Also wenn ich da runterfalle, dann gebe ich es echt auf. So. Na komm Mario, nicht schwächeln, nicht schwächeln, nicht schwächeln. Guter Mario. Was war denn hier nochmal drin? Ich dachte, da war ein Stern, ne? Ja, 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 den will ich aber nicht. Komme ich da überhaupt problemlos hoch jetzt? Ich hoffe doch. Komm. Ja, ohne Probleme können wir in die Bergspitze klettern. Vielleicht dient das auch als Vulkan. Und, sieh dir diese Schweinerei an. Du hast meine Wohnung überflutet. Meine ganze Einrichtung ist ruiniert. Ich bin stinksauer. Alles läuft schief, seit ich diesen dämlichen Stern gefunden habe. Ich werde... Oh, scheiße, ist ein Boss. Nein. Wer ist denn das? Die kenne ich natürlich, also... Den Kopf springen, oder? Ich beobachte ihn erstmal. Diesen gemeingefährlich aussehenden Gegner mit der Blume auf dem Schädel. Aber ich werde ihn töten. Ja gut, ich denke, ich muss wirklich auf... Ich werde mal Stampfattacke auf seinen größten Kopf machen. Also auf seinen vordersten. Ist das schaffer? Und... Nee, natürlich nicht. Oh, das war so toll. Okay, die Münzen hebe ich mir auf, falls er mich ein paar Mal trifft. Und das war auch dieses dumme Geräusch, was ich bei den roten Münzen immer gehört habe. Eigentlich macht er hier voll den chilligen Eindruck, ne? Oh, das war schon mal schlecht. Ich halte das nicht mehr aus. Zu
Zuerst überflutest du meine Wohnung und dann hüpfst du auch noch auf mir herum? Mir reicht's. Ich werde dir richtiges Benehmen beibringen. Du, ich werde dich lehren. Oh nein, was macht er denn jetzt? Ich hau ab. Was macht er denn? Jetzt hat er... Wenn man nicht weiß, okay, komm auf den Kopf! Komm auf den Kopf! Nimm das! Hast du genug? Blöde Raupe. Sind wir noch hier? Findest du denn nicht, dass du bereits genug Schaden angerichtet hast? Ich bin doch einfach den neuen Stern. Oh, jetzt wird's aber zickig. Bams! Oh shit! Ich bin fast tot! Nein! Nein! Oh, das war. Warte mal, ich. Oh, halt, halt! Ich gebe auf! Hier, nimm den Stern! Ich brauche ihn nicht mehr! Oh Mann, ich musste gar keine Stampfattacke machen. Ich kann mir diese Sterne durch das Loch in der Decke anziehen. Wann immer ich möchte. Ja. Super, warte mal, ich hole mir erst mit dem Kram. Ja, tot, ey. Das war totales Glück am Schluss, dass ich da nochmal auf die Rübe gesprungen bin. Eigentlich wollte ich abhauen. So. Da, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Ach, da ist er ja. Yeah! Mensch, das ging doch mal flott. Jetzt brauchen wir nur noch die 100 Münzen und die 8 roten Münzen. Ich mach zuerst die 100. Zuerst die 100. So, muss ich mal überlegen, wo wir da ein bisschen anfangen. Ja, auch in der Groß. Da. Ja. Oder, nee, doch nicht. Ich glaube, in der Kleinen, da sind ja diese Plattformen. Da kann ich dann gleich sofort hin. Jo, Wahnsinn, wir haben die Missionssterne endlich durch. Nur noch die blöden Münzen. Ah, okay. So, also da hinten meinte ich, da könnte ich zum Beispiel hin. Ach ja, und die Goombas, ich hoffe, die sind dann auch wieder da und haben Münzen, wenn ich sie... Ah ja, genau, und ihr. Komm, nimm das. Also ich hoffe, die sind dann in der anderen Welt auch nochmal da, weil... Gerade die Goombas... Na komm, warum kann ich die nicht... Ah, nein! Das heißt, ich brauche jetzt ewig. Komm, wir müssen ganz schnell die Münze rollen. Münze! Yes! Sieht man nicht aus für eine Münze. Okay, da hinten ist auch noch eine Münze, die können wir Just for Fun jetzt auch holen. Das wird jetzt sicher an dieser scheitern. Ah, Mist, aber ich muss schnell machen. Ich muss ja wieder zurück. Jo, das hat geklappt. Ich fasse es nicht. Lass mal, was hier klappt. Okay. Dann können wir jetzt auch in die Welt. Und das Ganze wieder normal. Von hier komme ich ja... Nee, das... Oh, oh, oh. Ach ja, genau. Sag mal, gebt ihr mir... Oh Gott, aber das ist gefährlich hier wieder. Hüpf, hüpf, hüpf. Haha, wie cool. Die hat sich, glaube ich, selbst verbrannt. So, jetzt kommt. Nein, das war dumm. Oh Gott, nein, aber das ist ja gar nicht schlimm. Ich lebe noch, aber ich habe die Münze nicht gekriegt. Fallen die vielleicht, wenn ich Glück habe, fallen sie runter. Nee, anscheinend nicht. Schade. Na gut, aber an den Münzen soll es ja jetzt nicht scheitern. Oh Gott, der Fisch. Ah, ich glaube, diese Welt war doch sehr reich mit Münzen besegnet. Vor allem, jetzt muss ich mir mal angucken. Ich habe ja vorhin diesen... Ah, Mist. Okay, dann habe ich einen Fehler gemacht. Der Goomba bleibt nämlich... Nee, da sind sie. Okay, sie tauchen erst später auf. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob die mir blaue Münze geben, wenn ich eine Stampfattacke drauf mache. So, der gibt mir schon mal eine. Und allein deswegen haben wir hier eigentlich ein leichtes Spiel, würde ich sagen. Also danke nochmal für den Tipp, das wusste ich ja erst gar nicht. Haben wir schon 20. Komm, noch ein paar Goombas und das Ding ist gegessen. Dann brauche ich mich mit denen gar nicht abgeben. Da war ja nichts, ne? Nochmal. Okay, da ist nichts. So. Als nächstes, die Emmy gibt doch auch immer blaue, oder? Sicher. Ja, ist gut, wenn ich den da kaputt machen würde. Mache ich aber nicht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Komm her! Nein, 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 nein. So. Immerhin wieder zwei Münzen. Einmal du. Einmal irgendwo im Bada. Hallo? Münze? Da! Da! Ich hab dich gesehen! Ah, Gott. Was machst du denn? Die Münze! Ja, ich hab's noch gekriegt. Gut. So, jetzt Lucky du. Dann hab ich den Down gekriegt. Oh, ich bin der Mist.
Na, ich kann mich ja hier unendlich heilen, kann man sagen, weil... mit dem Wasser und so. Oh, nein, du musst auf seinen Schädel drauf. Der ist so klein irgendwie. Nein. Kleiner, blöder... Lucky du. Oh nein, im Wasser kann ich nicht. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich ihn. So. 27. Läuft. So, jetzt die Emmy. Emmy, altes Haus. Komm her. Dampfattacke. Kann ich nix. Emmy! Sei nicht schüchtern, komm! Ich will stampfen, Emmy. Ach komm, du Mistvieh. Komm. Wer hat die größere Ausdauer? Nein! Verdammt. Sie verarscht mich. Ich muss sie irgendwie einzwingen hier. Ja, oder reicht auch, wenn ich sie schlage? Ich will sie lieber zerstampfen, dann ist es sicherer. Boah. Hat die einen Panzer. Bleib doch mal stehen, Emmy. Ja! Fast. Ja, ich hab dich. Jetzt zieh noch. Bams. Jawohl. Ja, gut. Sehr gut. 33 Münzen. Flipping Feder. Huch. Und ein Leben. Ein Leben? Kein Leben. Okay. Dann mal weiter. Drittel haben wir schon. Aber das ist ja noch gar nichts. Gefährliche Momente kommen ja erst noch. Ich wollte doch eigentlich immer erst die gefährlichen Momente machen, damit es nicht so ärgerlich ist, wenn ich dann da drauf gehe. Okay, den hätten wir. Gumba, komm mal her. Gumba. Komm mal hierher. Sieht er mich nicht? Ich will nicht, dass die blaue Münze oder ich aus Versehen runterfallen. So. Ja, nehmen wir wieder den regulären Weg. Hoch. Ja, 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 das hat mal wunderbar schnell funktioniert, so muss das. Ein Leben. Irgendwie sind die Leben heute ein bisschen schüchtern, okay. Klappt. Ja, gibt ja Münzen. Jetzt haben wir schon fast die Hälfte. Und ich weiß, dass da hinten noch mindestens 3 Goombas kommen. Okay, ja, eigentlich der Weg ist sicher, da kann ich es ruhig auf den Bärwert lassen. Und sind zwar nervig, aber nicht tödlich. Das war aber... super. Aber manchmal... Okay, da war noch ein Shy Guy, den mache ich später. Und sind mir gerade ein bisschen zu nervig. So, da haben wir die Goombas. Na, es sind doch nur 2, aber egal. Hi! 60 an der Zahl. Nächster bitte. Oh, Schmetterlinge, schnell machen. Schmetterlinge des Todes. So, 65. So, als nächstes, na, dann hätten wir die Runde quasi gedreht. Jetzt versuchen wir noch an die Bergspitze zu kommen. Vielleicht war da noch was. Und dann werden wir mal die Welt switchen. Ah ja, hier, Schallgeil noch. Ah, hier. Noch ein Goomba. Perfekt. Noch einer? Noch irgendwo ein Goomba hier? Oh ne, der Typ. Ne. Den mache ich nicht. War oben. Waren da noch Münzen? Na egal, ich gehe jetzt erstmal in die große Welt. Es sind noch 30 Stück. Das heißt, in die große, in die kleine Welt natürlich. Die kleinen geben aber nichts mehr. Doch, die geben mir auch eine Münze. Ja, immerhin. Das läuft. Das ist mal gar nicht so knapp gemessen. Das freut mich zutiefst. So, jetzt wieder hier diesen Balanceakt. Das tut man ja alles für 5 Münzen. Oh Gott, das ist aber auch so eng, ne? Dann müsste ich auch nochmal zurück, obwohl dann könnte ich... Das müsste man eigentlich so eine Melodie einspielen, so eine total lahmarschige. Egal. Mir ist es egal. Da kommt der Analog-Stick mal wirklich zugute. Einfach dieses ganz leichte Drücken. Damit bloß nichts schief geht. So, das nochmal zu machen wäre ja schwachsinnig. Ich hüpfe jetzt gleich wieder hier runter. Hör auf damit. Hör auf. Ist nicht lustig, Mario. So. Dann gehen wir mal hier hin. Da sind nämlich noch ein paar kleine Gegner und einzelne Münzen. Gott, ist das jetzt alles süß, so in Miniatur.
Also diesmal möchte ich die Emmy nicht so elegant wegkicken. Diesmal will ich sie eigentlich... Kannst du mal bitte da wegkommen? Ich würde dich gerne an die Wand schleudern. Oder so. Oder am besten tot hüpfen. Nein, es beruhigt dich doch. Nein, ich habe es nicht so gemeint. Gut, wenn ich runterfalle, lande ich im Wasser. Ist auch nicht so schlimm. Ja, die gibt eine blaue... Nein! Nein, 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 die blaue... Oh, oh, komm ich da... Achso. Komm ich da nicht irgendwie hoch, weil groß und so... Ja, komm! Oh, da... Bis ich da oben bin, ist sie weg. Komm! Mann, Mario, du... Idiot. Ja, das krieg ich halt nicht. Obwohl es eigentlich von der Höhe hätte eigentlich gepasst, ne? Eigentlich hätte er sich da dran halten können, so wie er es immer macht. Aber nö! War ja vom Spiel nicht vorgesehen, ich sehe nichts. Okay, also halten wir fest, wir haben bis jetzt insgesamt 6 Münzen verbrasselt. Ansonsten ist ja noch alles in Ordnung. Ja, da kleine Goombas. Nein, kleiner Goomba, komm aus dem Wasser raus. Oh, das ist hier aber äußerst gefährlich. Ich bin hier schon ein paar Mal gestorben, falls ihr euch erinnert, wegen diesem Feuer, das mich dann sonst noch schockiert hat. Das mag ich nicht. Ja, also da werde ich nicht rumbalancieren, ganz bestimmt nicht. Problem hier hochzukommen. Kleine Goomba. Nein, nein, nein. Ach gut, gut, da ist nur Wasser. Habe ich den Goomba jetzt schon getötet? Nee, ne? Ja, das war ja so klar, ey, dass die letzten hier da so Probleme bereiten hier. Das war so klar. Naja, den Goomba habe ich anscheinend doch schon getötet oder runtergeschmissen. Ich weiß es nicht. Ja, okay. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir könnten doch wieder die Welt wechseln. Dass ich da gleich hochkomme, das wäre so einfacher. Nee. Okay, wir könnten wieder die Größe wechseln. Tja, zu den 8 roten Münzen, aber die brächten uns 16. Ah, Gott, ey. Nee, was soll denn das? Oh Mann, ich will wieder in die... Ich sehe mich jetzt schon so sterben. Ich krieg doch den Sprung da nicht hin. Wartet mal, ich könnte auch von da oben. Ja, das müsste auch gehen von da oben. Komm, jetzt geh da hoch, genau. Brav. Da liegt sogar noch eine. So, was haben wir denn hier? Vielleicht ist da ja noch was drin. Ja, gut, kann ja nichts passieren. Da ist Wasser. Nein, lass mich ruhig. Ja, ja, ja. Ist gut. Gib mir Münzen. Nein, ich will keine blöden Leben. Okay, toll. Ich bin begeistert. Dann müssen wir jetzt darüber. Und darüber. Oh, Vorsicht. Ah, sind wir wieder bei unseren geschätzten Pflanzen. Ja, doch die Pflanzen machen, ha? Huh? Die habe ich erledigt. Ey, die habe ich anscheinend schon mal erledigt, okay. Die habe ich jetzt erledigt, so. Nee, nee, warte, warte, bis ich die ollen Münzen... Ah, die habe ich auch schon. Ja, stimmt, das waren ja die Münzen, die ich nicht bekommen habe, glaube ich. Okay, nächste abgekommen. Die habe ich aber dann definitiv nicht. Ja. So, dann war da in der Ecke noch eine. Jawohl. Den Garten mal wieder aufgeräumt hier. Ja, eigentlich... Oh, da ist noch einer. Gut, dann haben wir 90. Was ist jetzt? Nein, 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 dich will ich gar nicht. Ja, klar, das war auch mal ein Stern, stimmt. Muss ich auf Versehen drankommen hier. So, 90 Münzen. Läuft. Aber ich kann mich natürlich... Oh Gott, wenn der Fisch mich jetzt frisst. Stell euch das mal vor, wenn der Fisch mich jetzt frisst. Geh sofort weg. Wir müssen jetzt eigentlich zu den roten Münzen. Episch wäre das, wenn wir das in einem Run schaffen würden. Aber die eine rote, die war so fies. Sehe ich jetzt schon wieder. Ja, halt aus. Aber egal. Wenigstens die 100. Und für 100 brauche ich nur noch 5 rote Münzen. Und die waren relativ einfach zu bekommen. Dann muss ich nur noch da hinkommen. Das war aber... Doch, das war in der Welt, genau. Der Weg dahin ist mal wieder nervig.
Oh Mann. Also. So wie die ganze Zeit. Darüber. Mal springen. Wind fängt mich auf. Wunderbar. Also langsam hat man das so verinnerlicht, diese ganze Welt. Das ist furchtbar. So lange haben wir echt noch nie gebraucht für eine. Aber na gut. Nein, 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 nein. Ihr werdet mich nicht runterkampen. Nein! Nein! Das Spiel ist aus der Hölle entstanden. Dieses Drecksspiel, ey. Diese Dreckswelt! Ich hatte 90! Und ich hab die Kugel schon 1000 Mal gemacht. Ich wollte drüber springen und nicht dran. Mann! Ach, ja, das war jetzt natürlich auch Panne. Nee, lass mich mal einen Masterplan schmieden. Das muss ja auch irgendwann mal vorangehen. Ich probiere jetzt Folgendes. Wir machen jetzt die roten Münzen. Also ich probiere die roten Münzen. Und danach... Ja, weiß ich noch nicht. Wenn wir die 100 dann irgendwie abkürzen. Nochmal die ganze Welt, das ertrage ich nicht. Das tue ich euch nicht an. Ihr habt ja gesehen, wo es die Münzen gibt. An denen soll es ja nicht scheitern. Das sind einzelnen bekloppten Stellen einfach. Wenn ich jetzt wenigstens noch den roten Münzenstern holen würde, dann hätten wir wenigstens wieder die... Huch! Dann hätten wir wenigstens wieder die zwei Sterne im Part geschafft. Dann müsste ich mich nicht ganz so ärgern. Die eine Stelle, ey. Das ist... Das gibt's doch nicht, ey. Wie die Kugel mich dann da weggedonnert hat. Ja, klar. Es war mein Fehler. Es war halt ein doofes Timing meinerseits, aber... Jetzt klappt's doch auch wieder so problemlos. Ich verstehe das nicht. Ja, jetzt kann das wieder, der Vollidiot. Jetzt kann das wieder. Jetzt. Was wollte ich machen? Ach ja, genau. Ne, Quatsch, wo renne ich denn hin? Das muss ich, davon muss ich doch. Ich bin richtig. So wieder in dieses Teil da rein. Diese enge Passage. Da, da drüben. Ach Mist. Ja, und jetzt kommt die Ironie des Schicksals. Ich hätte dafür gar nicht den Weg nehmen müssen. Mit den Kugeln. Ich hätte das gar nicht machen müssen. Super. Ich bin begeistert. Ich hätte mich einfach donnern müssen. Ja, okay, das wäre jetzt ein bisschen zu viel verlangt. Aber interessant, da lagen auch nochmal 5 Münzen. Das ist gut zu wissen. Oh, ist das ärgerlich, ey. Ich hätte hier mich wegdonnern können. Das war gar nicht nötig. Oh. Das tut schon weh. Aber, dann werde ich jetzt wenigstens eine Erkenntnis machen für die 100 Münzen. Nämlich, wenn ich jetzt mir die... Wenn ich hier reingehe, ob ich dann wieder rauskomme. Das wäre ganz gut zu wissen. Weil, dann könnte ich nämlich zuerst die 8 Münzen machen. Und dann die restlichen normalen Münzen. Das wäre doch ein Plan. Weil ich kann ja die 8 sammeln und kann den Stern ignorieren. Von daher... Klar, das jetzt in dem Run nicht mehr. Weil da habe ich jetzt zu viele... ja, Münzen vergeudet. Oder Goombas normal gehopst. Das brauche ich jetzt nicht mehr zu probieren. Aber ich will wenigstens jetzt noch probieren, die Boden zu erhaschen. So, probieren wir es erstmal. Komme ich wieder raus, wenn ich möchte? Oh, ja, oder stütze ich einfach meine in den Tod. Ich habe nach oben gedrückt. Ich habe nach oben gedrückt, ey. Ich habe nach oben gedrückt. Ich habe sogar extra gewartet, bis die Kamera bei mir war. Da, weil ich ja weiß, wenn Mario nach... Wenn ich nach oben drücke und die Kamera ist irgendwie falsch rum... Das gibt's doch nicht, ey. Das ist so ein Scheiß-Klempner. Die Steuerung, ey. Denkt nur... Diesen hässlichen N64-Controller. Das war der hässlichste Controller, den sie jemals auf den Markt gebracht haben. Selbst der Xbox 1-Controller war dagegen eine Schönheit. Das soll was heißen.
Ja, fragt mich nicht, wie ich jetzt auf den Controller komme. Ich spiele ja nicht auf ihm, aber mir egal. Ich laufe schon wieder den falschen Weg. Nein! Wenn kein Wind ist, dann kann ich einen Weitsprung machen. Boah, das war aber... Ja, Goomba, danke. So oft wie ich auf ihm auf den Kopf gesprungen bin, will er halt auch mal. Ich kann es ja nachvollziehen. Jetzt hat er mal die Gelegenheit gehabt. Mann, ist das ein Mist. Ich weiß, wir verziehen ein bisschen, aber ich will jetzt noch einmal wenigstens regulär richtig probieren. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wenigstens klappt die Bauchlandung schon zum zweiten Mal hintereinander. Die hilft mir relativ wenig gerade. Ich dachte eigentlich, ich würde hier runterfallen, aber nö. Ich falle an eine Stelle runter, wo kein normal anderer Mensch runterfällt. Ich falle da runter, wo es weh tut. Nicht da in den Strand, nö. Ich falle in den Tod. Dabei wollte ich nur eine Kehrtwendung machen. So, mal gucken, ob es mir jetzt geglückt ist. Ich will doch nur wissen, ob ich da nochmal rauskomme. So, gleich wieder zurück. Danke. Danke für die Erkenntnis. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Das heißt, ich kann zuerst die 8 Roten holen. Und dann den Rest. Jetzt probiere ich erstmal den Rest zu holen. Fangen wir doch gleich mal mit der schwierigsten an. Ne, geht ja gar nicht. Ist ja zu weit weg. Obwohl. Doch, ist zu weit weg. Das nervige Geräusch von der Raupe ist aber wieder da. Ne? Egal. Ja, das ist so einfach. Und statt... Ach, ey. Wir hätten jetzt hier... Hätten wir den 100 Sternen bekommen, ey. Hier. Das ist so traurig. So, an der Stelle habe ich halt verkackt, ne? Da hochzukommen. Ich bin wieder so ein Nies. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht an der Wand so ein Ziel. Jetzt auch blöd rumzuprobieren und dann ihn wieder zu verkacken, ich weiß nicht. Ich probiere es mal. Ja, das hat sogar geklappt. Und da ist auch nochmal... Ah, das ist ja mal mördergeil, oder? Wo kommen die denn dann hin? Aha. Und jetzt der Rest. Ach, das war's schon. Ja, aber immerhin. Das sind nochmal 10 Münzen. Das ist doch mal was. So, jetzt würde ich hier einen Weitsprung veranlassen, oder? Ja. So. So, und hier war der Zickzack-Sprung angesagt. Waren das schon alle? Ja. Na, immerhin. Wir haben unsere 2 Sterne im Part. Ich bleibe meiner fähigen Linie treu. So. Und das nächste Mal werden wir dann... Ich werde es noch... Ach ja. Einmal noch versuchen... komplett zu zeigen, bevor ich zum Schnittmesser greife. Denn dann kann ich wenigstens sagen, werden wir das nächste Mal definitiv eine neue Welt sehen. Diesmal wirklich. Bei Let's Play Super Mario 64.